In their tongue, he is Dovahkiin. Dragonborn! Metal, Leute. Sekunde. Nämlich meine Maus gerade zu langsam. Sekunde. Wartet mal kurz. Irgendwie ist die Maus gerade zu langsam eingestellt. Keine Ahnung warum. Gameplay brauchen wir nicht. Anzeigen. Ist das in der Anzeigen drin? Ist ja auch egal. What? What the fuck? Geht das jetzt? Huch, falsche Taste. Ach, das liegt daran, weil ich. Ja, vergesst das. Liegt daran, weil ich rausgezoomt habe. Da geht das ein bisschen langsamer. Das ist aber nicht gewollt. Was ist denn mit dir? Welche ist denn das? Passt mal auf. Ich zeige euch mal was. Okay, passt auf. Man kann nämlich leveln, wenn man schleicht. Also ich mache das jetzt nur ein paar Mal, damit ihr es seht. Na, zeigt das gar nicht an. Hä? Geht das mit dem Bogen gar nicht? Ich bin mir nicht sicher, das ging. Oder haben sie das rausgebufft? Rausgebufft. Nee, rausgepatcht bin ich. Ah, doch, es geht. Ja, also man kann, wenn man schleicht, kann man die abknallen. Ich empfehle, wenn ihr Schleichen skillen wollt und keinen Bock habt rumzurennen, um Schleichen zu skillen, geht her, geht in den Schleichmodus, nehmt einen Dolch und erdolcht den von hinten. Passt aber auf, dass er euch nicht sieht oder ein anderer raus oder reinkommt. Weil wenn nämlich ein anderer raus oder reinkommt, habt ihr nämlich das kleine, aber feine Problem, dass die euch angreifen und die werden euch killen, auf jeden Fall. Ich würde tatsächlich eigentlich gerne nach Falkendorf gehen. Okay, wir haben derzeit keine. Ich würde gerne nach Falkendorf gehen. Ich teleportiere mich jetzt vom Berg mal runter, weil wir müssten jedes Mal den Berg hoch und runter latschen. Das ist dann doch ein bisschen arg. Ich habe euch ja gesagt, in Quests... Warum rechtfertige ich mich schon wieder? In Quests werden wir uns auch teleportieren. Weil wir... na egal. Moment. Du besitzt bereits den Segen des Steins. Ach so. Okay, also sind wir schon auf Dieb geskillt. Okay, wir müssen jetzt in diese Richtung. Oh, sieh mal einer an. Was haben wir denn da? Bist du aber kein Typ, der uns killen will, oder? Da liegt echt der Angelrute, habe ich noch nie gesehen. Okay, der hat in erster Linie Essen. Fälle können wir mal mitnehmen. Okay. So. Mal sehen. Sehr schön. Na, Wendt. So. Das mag sein. Ich möchte jetzt eigentlich nicht so sehr durchs Wasser gehen, tatsächlich. Weil das Problem da immer ist, im Wasser sind so Fische drinnen. Und die können uns sehr, sehr gefährlich werden auf Dauer. Weil wir im Wasser ja nicht angreifen können. Aber das habe ich ja vor einigen Parts schon mal erzählt. Glaube ich. So. Okay. Wölfe sind selten alleine. Na gut. Dann müssen wir mal gucken, wo wir jetzt hingehen. Wie gesagt, ich habe jetzt vor, nach Falkendorf zu gehen. Und in Falkendorf... Ach, jetzt sind wir hier. Alter, bin ich jetzt erschrocken. Hat der mich erschreckt, ey. Und wir blitzen. Wisst ihr was? Wir warten mal bis Tag. Hallo? Boah, das nenne ich einen geilen Headshot. Mann. Hallo? Irgendwie spackt meine Maus gerade rum. So. Boah, war das ein schöner Schuss, oder was? Okay. Alter. Na gut. Wir lassen es mal dabei. Sehr gut. Sehr schön.
Hätten wir die Person nicht gleich gekillt, hätte die uns wahrscheinlich noch angegriffen mit irgendwelchen Geisterzauberzeug. Aber auf die Art und Weise sind mir besser gewesen. Oh je. Jetzt bin ich wieder überladen. Jetzt lassen wir was verkaufen. Wir sind jetzt dann eh gleich in Falkendorf. Oder Falkenau? Nee, Falkendorf. Falkenau war eine Serie, glaube ich, oder? Falkenau war, glaube ich, irgendwann mal eine Serie vor ewigen Zeiten. Wir hatten das, ich überlege gerade, das hat nicht nur Falkenau geheißen, es hat irgendwas mit Jäger von Falkenau oder irgendwie so geheißen, weiß ich gar nicht mehr. Ach, ich bin alt. Egal. Bin ein alter Sack. Naja, mit 28 gehöre ich mittlerweile auf jeden Fall zu den Älteren auf YouTube. Nordpfeile. Die Eisenpfeile sind auf jeden Fall absolut ungeeignet. So, ein paar Bier kann man mitnehmen. Was ist mit dir? So. Sehr schön. Gut, dann können wir weitergehen, weil... die Sache ist nämlich, die dunkle Bruderschaft ist... Ah, Hilfe. Alter, ist das Ding viel stark. Ein Zweigling! So, und das da kostet auch 40, ne? Ne, sogar 50, Alter. Ich glaube, wir gehen doch auf Schleichen und Bogenschießen. So. Entschuldigung, die Zweiglinge sind echt gefährlich. Gut, dann gehen wir mal zurück. Jetzt gehen wir mal auf nach Ding. Na, komm her. Menno. Wir wissen genau, dass es geht. Hopp. Da halt nicht. Da fällt mir noch was ein. Das war irgendwo hier, glaube ich. Oder nicht? Ich habe gerade überlegt, ob wir irgendwo Bienen herbekommen. Was ist denn mit dir? Warum stehst du hier mitten im Wald? Hat er gerade versucht, mich zu beklauen? Weiß gar nicht, können einen die NPCs überhaupt beklauen? Das weiß ich gar nicht tatsächlich. Ich meine, auf der einen Seite wäre es logisch, dass sie es können, aber irgendwie müsste ich das ja sehen. Ich müsste mir irgendwie angezeigt werden. So, da unten rechts ist Falkenau. Oder Falkendorf. Falkenstadt. Bäh. Wir gehen mal von der Seite rein. Nicht unbedingt gut geschütztes Dorf. Erwähnt. So, mal gucken. Kann man mal anfangen, die Sachen zu verkaufen? So, sehr gut. Verdammt. Was wollen jetzt die alle von mir, Mann? Das wird jetzt wieder nervig. Zwei Drachenblut bin ich. Ja. Reiß die Fresse ruhig so weit auf, bis du noch kannst, solange du noch kannst. So. Was habe ich denn überhaupt vorgehabt? Ohne Wetten, dass du fällst. Sehr gut. Die greifen die mich mitten in der Stadt an, die Pfosten, Oh. Wo ist jetzt die andere Leiche? Ach, da. So, kaufst du das Zeug? Ach, warte mal. Ach so, warte mal. So. Okay. So. Schauen wir mal, ob wir irgendwas verbessern können. Haben wir schon gedacht, die können wir verbessern. Und dann lassen wir schon mal daher, Chefe. So. Okay. Dann werden wir mal... können wir gar nicht herstellen, haben wir kein Eisen. Okay. Dann stellen wir mal stumpf einfach ein bisschen was her. Zum einen werden wir dadurch leichter, zum anderen können wir was kaufen. Und zum einen leveln wir unsere Schmiedekunst weiter. Was natürlich für uns saugeil ist. Ich würde gerne verkaufen. Wartet mal, ich würde gerne noch mal gucken, was hast du denn so im Angebot, Kollege? Zeigt uns nicht an, wie viel wir haben. So, und Lederstreifen kaufe ich auch nochmal. So. So, das schweres Zeug. So. Das hat natürlich in erster Linie den Sinn, dass ich leveln kann dadurch. Ich glaube, viel Kohle dadurch machen wird tatsächlich nicht. Ich glaube, das ist sogar Verlustgeschäft an sich. Aber es bringt uns in vielerlei Hinsicht was. Denn wir kriegen unsere Redekunst höher. Wir kriegen unsere Redekunst höher wegen dem Verkaufen. Wir kriegen unsere Redekunst höher wegen dem Verkaufen. Wir kriegen unsere
Schmiedekunst höher wegen dem Bauen und bekriegen, naja gut, wie gesagt, Kohle ist. Nee. Aber das ist erstmal egal. So, ich würde gerne mal hier reingehen. Langhaus des Jahr. Heißt es wirklich Langhaus? Ich glaube schon. So. So, wo bin ich jetzt? Ich suche gerade was Bestimmtes. Kann aber sein, dass es hier gar keins gab. Ich bin mir gerade nicht sicher. Okay, kann auch gut sein, dass es gar nicht hier ist. Ja, wir holen uns, wenn wir schon hier sind, gleich mal eine Mission vom Jarl. Ja. Habt ihr Arbeit? Habt ihr noch Arbeit? Ihr habt euch als verlässlich erwiesen. Was? Es gibt eine Blitze. So soll es geschehen. Was erschwert euch eurer Unerfahrenheit die Arbeit? Das edelste Mädchen. Alles klar. Wie wär's, wenn ich gleich mal deinen Platz nehme? Ah ja. Na gut. Dann würde ich sagen, an dieser Stelle beenden wir den Part und wir sind in der nächsten Folge. Ich bin sowieso schon wieder am Überziehen. Gut, und in der nächsten Folge schauen wir mal, ob wir hier irgendwas finden, wo wir uns Sachen entzaubern können und wieder verzaubern können. Tschö, tschö.